Hallo, ich bin's wieder, euer der Kimmelmann. Ju, ich bin jetzt auf dem Weg zur 30.000 Kilometer Inspektion, werde jetzt gleich mein Auto abgeben. Bin mal gespannt, was jetzt bei so einer 30.000 Kilometer Inspektion alles gemacht wird. Bin vor allen Dingen auch darauf gespannt, was das Ganze kosten wird in Bezug auf die Arbeiten, die durchgeführt werden. Also die mechanischen Arbeiten können ja eigentlich noch relativ wenig sein, weil alles das, was halt bei den klassischen Automobilen mit Verbrennungsmotor halt so anfällt, dürfte hier ja alles nicht anfallen, egal ob das Ölwechsel ist oder sonst jetzt was. Kann mir also vorstellen, dass es irgendwie einen Luftfilterwechsel gibt und ja, eine Sichtkontrolle. Naja, bin ja auf jeden Fall mal gespannt, was das Ganze kostet. Dann habe ich den Service vorab schon mal informiert, dass ich ganz gerne mal einen Ausdruck quasi des gesamten Batteriestatuses haben würde. Also sprich, wie ist aktuell noch dieser State of Health von der Batterie? Wie ist die verfügbare Nettokapazität? Wie ist die aktuell noch verfügbare Bruttokapazität? Um mal zu sehen, wie denn jetzt auf 30.000 Kilometern auch mit einem relativ hohen DC-Schnellladungsanteil mit sehr hoher Leistung, inwieweit das denn auf die Akkudegradation Auswirkung hat. Zeitlicher Umfang der Inspektion, so zumindest meine Hoffnung, also auch wenn Software-Updates aufgespielt werden müssen. Naja, ich gebe den Wagen heute Vormittag ab. Ich bin allerdings leider Gottes ein kleines bisschen zu spät, was daran liegt, ja, dass ich zu Hause derzeit Strohwitwer bin und mich erstmal um den ganzen Kleintierpark zu Hause kümmern musste. Dann musste der Hund noch untergebracht werden, weil ich dann auch noch einen Auswärtstermin habe. Ja, da war ich dann leider ein kleines bisschen im Zeitverzug, so dass ich hoffe, dass diese Annahme dann, obwohl ich ein kleines bisschen zu spät bin, nicht so lange dauert. Ja, heute Abend möchte ich dann mein Auto wieder abholen. Ja, dann mal gucken, was denn da so gemacht worden ist. Eine weitere Hoffnung bei der Inspektion habe ich auch noch, nämlich, dass sie den anschließend, nachdem sie die Inspektion gemacht werden haben, mal kurz noch an den Schnelllader vor Ort hängen, all dieweil ich nämlich irgendwie gestern Abend vollkommen verpeilt habe, das Auto anzuschließen an die Wallbox und insofern das mit dem Akku vielleicht sonst ein bisschen knapp werden könnte. Habe ich sonst irgendwelche Anmerkungen gehabt für den Service, was besonders zu beachten ist, ob ich irgendwelche Probleme habe? Nein, also ich habe nur gesagt, dass dieses, was ich ja schon mal so ein bisschen hatte, dieses leichte Brems- und Rekuperationsrubbeln irgendwie meiner Ansicht nach wieder stärker geworden ist. Da hat sich aber der Servicetechniker von Audi vorab schon mal schlau gemacht und also gesagt, da gibt es auch kein neues Software-Update. Ja, ich werde mal fragen, ob es da für das Multimedia-System oder was auch immer ein Software-Update gibt, weil in den 2020er Modelljahren vom e-tron gibt es wohl zwei Sachen, die ich auch ganz gerne hätte. Gut, das eine glaube ich eher nicht, dass ich es kriege bei der Update-Politik, aber das andere hätte ich schon gern oder mal gewusst, wann das kommt. Nämlich, es scheint so zu sein, dass das Setzen des Zielladestandes mit der App irgendwie mit dem Modelljahr 2020 geht. Das heißt also, man kann dann sagen, auch in der App, wie das bei Tesla auch üblich ist, wie hoch man laden will oder setzt den Ladestand rauf oder runter. Das kann manchmal ganz hilfreich sein. Das geht irgendwie mit der App und der 2019er Version vom Auto nicht. Da wollte ich mal fragen, ob das irgendwie nachgereicht wird oder nicht. Und es scheint so zu sein, dass ab Modelljahr 2020 Wireless CarPlay funktioniert. Das heißt also, dass man keine Kabelverbindung mehr braucht. Da wollte ich auch mal wissen, ob da noch ein Update nachgereicht wird. Aber es kann durchaus sein, dass ich da keine Antwort zu kriege, weil er es auch nicht weiß. Und dann werde ich mal ansprechen, dass in der letzten Zeit häufig mal wegen umgebungsbedingt eingeschränkter Sicht irgendwie diese Assistenzsysteme teilweise ausfallen. So, und wie man sieht, jetzt ist die Fehlermeldung wieder weggegangen und dann reaktivieren die sich wieder, ob das normal ist. Ja, also es fällt auf jeden Fall auf. Ich habe jetzt einen Leihwagen, das ist ein kleiner Audi A1, aber so, man fühlt sich schon auf Anhieb irgendwie zurecht. Das Ganze ist
alles gleich gestaltet, wie das quasi im e-tron auch ist. Also das hat schon Vorteile, dass man sich einfach bei einem Hersteller ein anderes Auto setzen kann. Und ja, das ist eigentlich alles selbsterklärend. Interessant an der ganzen Sache ist auch so ein Kleinwagen, der hat jetzt auf 5360 Kilometer 7,6 Liter. Okay, ist ein TFSI 350 mit 150 PS, also ein relativ schneller Kleinwagen mit Automatik. Ja, also man fühlt sich schon zu Hause, egal in welches Audi-Modell man sich setzt. Ja, die Inspektion ist jetzt erledigt. Ich habe mein Fahrzeug wieder abgeholt, bin hingefahren, habe dann mal gefragt, was denn, ob irgendwelche Besonderheiten da waren bei der Inspektion. Also bei der Inspektion selber sind halt keine Besonderheiten aufgefallen und es sind auch keine, zumindest jetzt mir gegenüber kommunizierte Austausche oder Reparaturen durchgeführt worden im Rahmen der Garantie. Kann natürlich jetzt nicht sagen, ob das wirklich stimmt, aber ansonsten ist er sehr unauffällig durch die Inspektion gegangen. Als einzige besondere Tätigkeit neben der eigentlichen Inspektion ist als Arbeitsposition die Entleerung eines Leckagebehälters aufgeschrieben worden. Dieser Leckagebehälter ist wohl dafür da, man fährt ja wohl eine halbe Badewanne an Kühlwasser im e-tron mit sich rum. Und da diffundiert halt hin und wieder Flüssigkeit, dafür gibt es einen Auffangbehälter. Und der wird halt bei den Inspektionen halt ausgebaut, geleert und wieder eingebaut. Also schauen wir uns die Positionen mal an. Ja, gegenüber so einer Rechnung von so einem Verbrennungsfahrzeug, ehrlich gesagt, eine relativ übersichtliche Rechnung. Okay, also Fahrzeug wurde gewaschen, das war übrigens auch nötig. Das Fahrzeug wurde ausgesaugt, das Ganze kostenlos. Es gab eine Monologannahme. Na gut, also das Fahrzeug ist angenommen worden. Es ist eine Inspektion durchgeführt worden und es ist wie das eben angesprochene Kühlmittel oder die Kühlmittelleckagepatrone Auffangbehälter aus- und einbauen mit Behälter durchgeführt worden. Okay, das, was ihr euch jetzt alle fragt, ist, was kostet das jetzt alles? Wobei es ja ein Premium-Fahrzeug von Audi. Jetzt ziehe ich das mal ein bisschen hoch. So, und da erkennt man dann, ja, der Gesamtbetrag netto ist 284,53 Euro. Das heißt, die Inspektion an sich hat netto 264 Euro gekostet. Und das bedeutet im Endeffekt, auf die Gesamtsumme gehen halt 338,59 Euro für eine 30.000 Kilometer Inspektion bei einem Audi. Also ich habe ja nun schon mehrere glaube ich jetzt mal hochpreisigere Fahrzeuge oder Fahrzeuge deutscher Automobilhersteller gefahren. Da bin ich bei den Inspektionen bei diesen Fahrzeugen ehrlich gesagt andere Preise gewöhnt. Da erkennt man eindeutig dran. Auch bei Audi ist es so, dass halt diese gesamten Teile wegfallen, die eventuell getauscht werden müssen. Da fällt der Ölwechsel weg, der Ölfilter fällt weg. In der Inspektion ist wohl schon dann irgendwie auch alles integriert, weil, wie man ja gesehen hat, irgendwie Luftfilterwechsel oder Innenraumfilterwechsel und so weiter ist einfach in diesem Inspektionspaket mit drin. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, okay, dafür, dass wir eigentlich nur das Auto angeguckt haben, weil ich meine, viel mehr gibt es ja beim Elektroauto auch, ja, genau betrachtet gar nicht zu tun. Da sind dann natürlich, ich sage jetzt einfach mal 360 Euro für eine 30.000 Kilometer Inspektion. Ja, warum verlangen die denn sowas? Also ich aus meiner Sicht der Dinge würde jetzt sagen, dafür, dass so ein gesamter Servicebetrieb aufrechterhalten werden muss, das heißt, dass da die Mitarbeiter vorgehalten werden müssen und so weiter und so fort, halte ich jetzt diese 360 Euro für im Rahmen und an der Stelle auch angemessen. Es werden natürlich viele sagen, ja, bei anderen Automobilherstellern musst du da gar nicht hinfahren und du musst da ja gar nicht zu diesen Inspektionen fahren, du musst da ja gar nichts machen lassen. Es gibt Hersteller, die haben halt keine festgefügten Inspektionsintervalle, beziehungsweise sagen ganz einfach, komm zu uns in den Service, wenn du irgendein Problem hast. Also ich vergleiche es jetzt mal einfach nur mal jetzt diese preisliche Größenordnung, in der wir uns hier bewegen. Ich habe meine 40.000 Kilometer und meine 80.000 Kilometer Inspektion damals bei meinem Tesla Model S bei Tesla machen lassen. Und also da kann man eigentlich auch nur zu sagen,
wenn man halt zu diesen Inspektionen bei Tesla offiziell nicht fahren muss, zu diesen Durchsichten, dann sollte man es auch nicht tun. Im Vergleich dazu habe ich euch jetzt mal meine alte Tesla-Rechnung aus dem August 2017 bei Kilometerstand 38.870 Kilometer. Das ist Inspektion, das sind die ganzen Sachen, die durchgeführt worden sind, habe ich mir jetzt nochmal rausgezogen. Brake Fluid und was sie nicht alles getan haben. So, jetzt gehen wir mal ganz nach unten. Ja, da ist also nichts Kostenpflichtiges dabei gewesen. Das ist nur eine Inspektion gewesen. Ja, und die Inspektion hat halt 775 Euro brutto gekostet. Die zweite Inspektion bei 80.000 Kilometern hat 720 Euro gekostet, soweit ich mich erinnern kann. Ja, also insofern, wenn man nicht unbedingt zum Tesla-Service fahren muss, weil man es nicht unbedingt muss, sollte man es dann tatsächlich auch nur dann tun, wenn irgendetwas am Fahrzeug nicht funktioniert, also quasi so wie Tesla das ja auch sagt. Das heißt, bin ich mit dem Preis jetzt zufrieden? Lass mal dahingestellt sein. Also wenn ich mir so die Kona-Inspektionen angucke, finde ich, die sind dann, die so im Netz kursieren, irgendwo zwischen 80 und 100 Euro. Die halte ich persönlich eigentlich für angemessener, weil faktisch wird nichts anderes überprüft an dem Fahrzeug, als das, was auch überprüft würde. Sogar wahrscheinlich wird da noch mehr überprüft. Ich weiß es gar nicht genau. Als wenn man quasi zum TÜV fährt. Es wird einfach geguckt, ob das Fahrzeug technisch in Ordnung ist. Und gut, das sind dann auch so Preise von 80 bis 100 Euro. Der zweite Punkt, der mich halt im Rahmen der Inspektion interessiert hat, was jetzt aber eigentlich keine in dem Sinne Inspektionsarbeit ist, ist eigentlich, wie sieht es denn eigentlich um den Zustand und sozusagen die Degradation und die Leistungsfähigkeit des Akkus, wobei ich ja wirklich viel an diesen HPC-Ladern von Ionity lade, sprich also mit hohen Ladeleistungen das Fahrzeug fütter. Hat das irgendeine Auswirkung gehabt auf die Degradation oder nicht? Weiterhin neige ich eigentlich dazu, mein Fahrzeug regelmäßig auf 100% voll zu laden, ganz einfach, um einen Puffer zu haben. Also jetzt außer ich weiß, dass ich das Fahrzeug nur geringfügig nutze, aber sobald ich auf Langstrecke gehe, lade ich das Fahrzeug eigentlich vorher immer, wenn es geht, auf 100% voll. Und es kann auch durchaus sein, wenn ich im Hotel mal lade, dass ich das Fahrzeug auf 100% voll lade, über die Nacht dann aber tagsüber 3 Kilometer entfernt erstmal noch einen ganzen Tag beim Kunden arbeite. Ich meine, mit der Zielladung zwar von der Uhrzeit her, dass ich abfahre, aber das Fahrzeug steht also auch durchaus häufig mit einem Ladestand von 98% oder sowas erstmal den ganzen Tag auf dem Kundenparkplatz herum. Ja, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. So, das sind nun die Ergebnisse vom Auslesen der Zellspannung. Das heißt also, wir haben eine Differenz zwischen der besten und der schlechtesten Zelle von 0,005 Volt, also 5 Millivolt. Dann werden hier die ganzen Blöcke quasi dargestellt. Das heißt also, die Zellen landen alle in dieser Auswertung. Man hat einzelne Modulblöcke und darin jeweils die einzelnen Zellen. Okay, also es ist keine Zelle besonders markiert. Das heißt also, die sind alle noch in der Toleranz. Wenn wir aber jetzt mal die Zelle 45 suchen, das ist die hier, 43, 44, 45, das ist also ein ganzer Block, der hat diese 4,058 und 4,059 Volt. Die muss man wahrscheinlich langfristig mal beachten, ob die nicht irgendeine so eine kleine Macke haben. Ja, also wie schon gesagt, das Auslesen ist soweit. Ja, über dieses Diagnosetool wird das gemacht. Also hier bekommt man dann quasi angezeigt, okay, wie ist der einzelne Ladestand jeder einzelnen Zelle. Das ist also nicht der Ladestand, der am Fahrzeug angezeigt wird. Das Fahrzeug hat einen Ladestand von 90%. Und die 85% sind tatsächlich auf die volle Zellkapazität, die natürlich in der Fahrbatterie nicht nutzbar ist. Ja, das sind alles ganz tolle Blöcke, ist alles sehr, sehr interessant. Hier unten sehen wir dann nochmal genau,
wo er Besonderheiten markiert. Ja, das ist dann im Endeffekt die Spannungsauswertung. Das heißt also, nominal hat der Akku 224,2 Amperestunden. Ja, eigentlich soll es ja ein 396 Volt Akku sein, aber ist irgendwie, glaube ich, nicht so ganz der Fall, weil es müsste eigentlich hier irgendwas mit 400 Volt sein. Beziehungsweise, ja, irgendwie 430 Volt oder 420 Volt oder sowas. Also die 396 Volt weiß ich nicht, ob die so genau stimmen. Das Problem an dieser Auswertung ist zwar, dass man hier ganz tolle Sachen sieht, das heißt also State of Charge, also das ist der echte State of Charge hier an der Stelle. Das heißt also der vom gesamten Akku. Das sind die Zellen 86% und 85%, je nachdem. Also da ist eine kleine Schwankung drin, beste Zelle, niedrigste Zelle. Und er hat halt an der Stelle ein Remaining Battery Life von 86,66662%. Das bezieht sich aber auf den Ladestand. Das Problem ist, ich gehe hier nochmal ganz nach oben. Nein, da auch nicht. Ach, ja, ich hätte es mal vielleicht besser als Screenshot vorher markieren sollen. Das Problem ist die Kapazitätsmessung des Akkus. Nein, auch nicht. Wie man sieht, ist hier ziemlich viel protokolliert. Das haben wir aber auch gemacht. Nein, da auch nicht. Auch nicht. Ja, die Kapazitätsmessung hat das Problem, dass die Kapazität nicht einfach so gelesen werden kann, sondern Batterieüberwachung, genau. So, mal gucken hier. Ja, also für eine Batteriekapazitätsmessung hat er halt das Problem, dass er für die genaue Messung der Kapazität einen Ladehub von 85% haben muss. Das heißt also die Differenz des Akkustandes vor und nach dem Laden. So, also ich meine, wir haben ihn mal aufgeladen und dann fiel dem Techniker dann auf, ah, nee, ich muss den jetzt runterfahren auf 15%, das haben wir natürlich nicht gemacht. Ja, ich muss mal gucken, ob man nicht über Torque Pro oder sowas die Daten auslesen kann. Naja, also ich habe dem Servicetechniker dann auch mal gesagt, dass er das auch dann braucht, wenn er anfängt, die Fahrzeuge irgendwie zu verkaufen oder sowas, dass dann auch tatsächlich irgendeiner sagen muss, wie der Zustand der Batterie ist. Das heißt hier diese Aussage mit, ja, welche Zellspannung ist da und welche Nominalkapazität hat das Fahrzeug eigentlich, das wird nicht reichen, weil es geht ja genau darum, was hat er denn jetzt gerade für ein State of Health, also... Den kenne ich jetzt immer noch nicht genau. Das Einzige, was an Informationen halt rausgekommen ist, ist, dass bei der ganzen Batteriemessung eben keine Zelle auffällig gewesen ist und hier alles auch im Kapazitätsbereich in der Norm ist, weil ansonsten wäre das hier irgendwo protokolliert worden. Ja, also insofern kann ich über die Degradation nicht genau was sagen. Aus dieser Auswertung lässt sich eigentlich nur sehen, dass die Zellen so alle noch funktionieren. Ja, also das mit der Batteriekapazitätsmessung, da muss ich mal sehen, was ich mache, dass ich da mal noch eine Aussage zu kriege. Vom Protokoll her ist es wohl ausgewertet worden, die Batterie zeigt keine Auffälligkeiten. Naja, aber mich würde schon mal genau interessieren, wie die Degradation der Batterie ist. Naja, also die Inspektion war aus meiner Sicht mal in Ordnung. Gut, Preis ist halt ein Premium-Hersteller, also insofern, na schauen wir mal, geplant ist jetzt eigentlich erst ja, nach 60.000 Kilometern beim Service auszutauschen, aufzutauchen. Bei der beim Wireless CarPlay ist es so, frag nochmal nach, ob da irgendwie was kommt, und die zweite Sache ist halt mit der App auch, wann die und ob die für den 2019 ausgeliefert wird. Hat jetzt schon wohl zweimal nachgefragt, aber noch bisher noch keine Antwort bekommen. Ja, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Alles Gute, euer Dirk Himmelmann.